Hallo ihr Lieben, Dieter kocht heute eine Erbsensuppe. Eine Erbsensuppe mit Einlage, im wahrsten Sinne des Wortes. Also als allererstes habe ich mir hier grüne Erbsen geholt. Die habe ich über Nacht schon mal eingeweicht. Dann habe ich die Erbsen abgeschüttet, gewaschen und wieder dazugegeben. In der Packungsanweisung steht drauf, man soll 5 Teile Wasser geben, das sind 500 Gramm Erbsen, also wären da 2,5 Liter Wasser. Ich brauche aber bestimmt ein bisschen mehr Wasser, weil ich habe doch einiges an Zutaten hier rumliegen. Jetzt sollen die Erbsen ungefähr 60 bis 90 Minuten gekocht werden, damit die weich werden. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich werde die jedenfalls so lange kochen, bis sie weich sind. Egal, ob das jetzt 60 oder 90 Minuten sind, ich möchte die schön weich haben. Beim Kochen, damit die auch schnell weich werden, ist es wichtig, dass man die ohne alle Zutaten, also sprich Salz, darf man gar nicht dran machen. Sonst wären aus den 90 Minuten schon mal gerne 180 oder länger. Denn Erbsen vertragen sich überhaupt nicht mit Salz. Wenn man Salz dran macht, dann brauchen die ewig zum Weichwerden. Also einfach nur Wasser und die Erbsen ohne Zutaten, ohne alles. Also nur Wasser und die Erbsen. Die koche ich jetzt auf. Und wenn die dann aufgekocht sind, ich mache mal die Platte auf 9, wenn die aufgekocht sind, dann stelle ich mal den Timer für ungefähr 90 Minuten und dann gucke ich mal nach, wie schön weich oder auch nicht weich die Erbsen sind. So, an Zutaten habe ich hier Suppengemüse 800 Gramm. Ich habe jetzt alles noch eingepackt gelassen, aber keine Angst, ihr müsst mir jetzt nicht beim Auspacken und beim Schälen und beim Schnibbeln zugucken. Ich sage euch nur, was ich habe. Also, 800 Gramm Suppengemüse. Dann habe ich mir hier 2 Päckchen Speck geholt, Bauchspeck, a 300 Gramm. Dann habe ich mir 600 Gramm Kassler geholt. Und deswegen, wenn den Kassler könnte ich jetzt auch schön mitkochen, aber da ist ja Salz drin, also wieder Vorsicht. Ne? Dann ich habe mir einen anderen Topf hingestellt, das mache ich in einem anderen Topf. Also, 600 Gramm. Dann habe ich mir hier Mettwürstchen geholt, 2 Pakete Schinken-Mettwürstchen, da sind immer 4 Stück drin. 400 Gramm, also 800 Gramm nochmal extra. Kartoffel. Eigentlich habe ich immer so, wenn ich 500 Gramm Erbsen nehme, beziehungsweise 800 Gramm Gemüse nehme, nehme ich auch 800 Gramm Kartoffel. Ich hatte jetzt aber von den Kartoffeln hier noch genau 920 Gramm, aber das spielt jetzt keine Rolle, ob 900, 800 oder ein Kilo oder 700. Ja, Kartoffel halt. Eine Zwiebel. Und weil mein Sohn nicht so gerne Speck mag und auch kein Kassler mag und die Mettwürste nur mit langen Zähnen isst und er ja auch irgendwas essen muss, habe ich mir noch 5 dicke Sauerländer Bockwürstchen geholt. Also einfach Bockwürstchen, damit der auch was hat. Die werde ich aber relativ zum Schluss bzw. nur erwärmen. Mir ist das schon passiert, auch in einem Video. Da sind die halt, da habe ich die zu lange drin gelassen, da sind die total geplatzt und haben ihren Geschmack verloren. Da hat mich auch ein User darauf hingewiesen. Also ich werde die ganz am Schluss reintun, damit die halt nur aufgewärmt werden, damit der Junge auch ein Würstchen hat. Gut, meine Hoffnung besteht ja darin, dass wir zumindest 2 Tage was zu essen haben, wenn nicht sogar 3. Also 3 wäre perfekt. Eigentlich ist es so, dass am zweiten Tag, also wenn die Suppe einmal fertig gemacht wurde, dann abgekühlt wurde und beim ersten Mal wieder aufgewärmt wird, dann schmeckt die eigentlich erst richtig. Also meine Hoffnung, 2 oder vielleicht, wenn ich Glück habe, 3 Tage. Aber bei uns ist das immer so eine Sache, mit 3 Tagen, da wird meistens nichts. Gut, das war die Vorbereitung und ich hole euch dann in ungefähr 1,5 Stunden wieder dazu und dann sind wir hier schön weiter, dann habe ich auch alles geschnibbelt. Also bis gleich. So, ihr Lieben, 1,5 Stunden sind rum. Ich war in der Zeit auch ein bisschen fleißig. Ich habe hier die Möhren und den Sellerie. Hier habe ich die Zwiebel und den Lauch. Und die Kartoffel, die habe ich hier auch. Auch alle in ungefähr gleiche Stücke gewürfelt, also geschält, geputzt, gespült, gemacht und getan. Da habe ich ja die ganzen Schnibbelarbeiten. Habe ich jetzt erledigt. Jetzt habe ich die Erbsen 1,5 Stunden im Topf. Ich zeige euch mal, wie es aussieht bis jetzt. Moment. Also hier ist ja nur Wasser und die Erbsen drin. Und ich muss ehrlich sagen, die Erbsen, die sind noch lange nicht weich.
obwohl ich die anderthalb Stunden jetzt mittlerweile gekocht habe, ohne Salz. Also von weich sind wir dann noch weit weg. Dann habe ich in dem anderen Topf die Würstchen, die kann ich aber schon mal rausholen. Dass die jetzt geplatzt sind, ist überhaupt nicht schlimm, weil die werde ich sowieso klein schneiden. Ich habe da die Würstchen drin, den Kassler drin, den Bauch drin, also den Speck. Und das werde ich jetzt alles noch klein schneiden. Und da habe ich auch weiter keine Gewürze drin. Das muss auch nicht, finde ich. Weil ich werde ja gleich schön alles würzen. Ich nehme das mal raus, weil ich will mir gleich nicht unbedingt die Finger verbrennen wie ein Verrückten. So, dann habe ich hier den Kassler. Habt ihr ja vorhin gesehen. Der kann auch ruhig auseinanderfallen. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, weil ich werde das sowieso alles klein schneiden und in die Suppe geben, also in die Erbsensuppe geben. Okay, anpacken irgendwo, dass er mir nicht komplett auseinanderfällt. Die Einlage ist einfach super. So, und dann habe ich den Speck einfach nur einmal in der Mitte zerteilt. Die Schwarte habe ich dran gelassen, weil außer mir macht das eh keiner in der Familie. Tja, und ich mache das halt mit Schwarte. Mein Sohn ist ja sowieso nicht. Die werde ich auch nicht so klein schneiden, die werde ich relativ groß lassen, damit ich die halt immer rausfischen kann. Den Kassler und die Würstchen, die schneide ich ja klein. So, wenn ich alles rausgefischt habe. So. Okay, das ist schon eine Menge Zeug. Eine Menge Einlage. Und das hier, das ist die perfekte Suppe. Also das ist richtig Kraft. Die kommt auch gleich in die Erbsen. Nach anderthalb Stunden, wenn ich mir mal hier irgendwie eine Erbse rausnehme. Ob ihr glaubt oder nicht. Ah doch, gut, die kann ich ein bisschen in den Finger wegquetschen. Zerquetschen kann ich es schon. So, als erstes werde ich das Wasser, wo das Fleisch drin war, dazugeben. Jetzt kommt natürlich auch Gewürz rein. Das ist aber nicht schlimm, das ist gewollt. So, den Topf stelle ich mal hier hin. So, dann kommen auch die Möhren und der Sellerie. Ich komme auch da rein. Jetzt ist das Schöne, jetzt guckt aus der Suppe, gucken schon mal Augen raus, also bedeuten mehr Augen raus als rein. Ich habe nur zwei Augen und dadurch ist das schon mal super. Und die Kartoffel, die wollte ich eigentlich gar nicht abgießen, aber ich habe bemerkt, ich habe ein bisschen viel Wasser jetzt schon und ich glaube, das wird zu viel. Dann kippe ich das mal eben ab, das Wasser. Da habe ich halt meine Salatschleuder, wo ich das ganze Gemüse gemacht habe. Ja, die Kartoffel kommen auch schon mal da rein. Hier habe ich noch ein paar übrig. Mit dem Lauch, da warte ich noch ein bisschen, weil das ist nur Lauch und Zwiebeln. Und jetzt würde ich sagen, ich schneide die ganzen Würstchen, wenn ich mich nicht hier verbrenne, einfach so in Scheiben. Kann man das sehen? So. Einfach so in Scheiben. Okay, das ist schön heiß. Das ist jetzt auch wieder nicht spannend. Werde ich aber trotzdem tun. Und dasselbe mache ich mit dem Fleisch. Ich zeige das nochmal. Ich habe also schöne Beilage. Oder Einlage. Oder keine Ahnung. Ich bin halt eine fleischfressende Pflanze. Das werde ich jetzt weiter vorbereiten. Und so lange mache ich die Kamera nochmal aus, weil das ist jetzt wieder nicht spannend. Also die Einlage ist ja super. Aber, wie ihr seht, ich mag halt Erbsensuppe lieber, wenn die ein bisschen sämig ist. Und die ist halt noch überhaupt nicht sämig. Das heißt, da werde ich ein bisschen nachhelfen. Und dazu nehme ich mir ein Gefäß und eine Kelle. Und jetzt werde ich hier so ein bisschen Suppe
rausschöpfen. Mal gucken, dass ich hier keine Würstchen oder nicht so viele Würstchen bekomme. So. Und der ganze Trick besteht jetzt darin, ich nehme hier mal so einen Mixer und jetzt mixe ich mir einfach. Ich püriere quasi einen Teil. Das reicht mir schon. Und jetzt gebe ich das wieder zurück in die Suppe. Und wie man jetzt schon sehen kann, hat das schon ziemlich geholfen. Und jetzt kocht ja die Suppe sowieso noch ein bisschen ein. Und dann wird das schon. Mit der Suppe jetzt mal probieren. Ah, wunderbar. Und ich habe außer dem Fleisch und der Wurst und keine Ahnung, jedenfalls habe ich noch keinen Pfeffer und Salz drin. Das werde ich aber jetzt nachholen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Pfeffer kann da rein. Aber das wird jetzt gar nicht so dominant gewürzt. Und Salz, also im Moment muss gar kein Salz rein. Ich werde aber, wenn ich final bin, natürlich nochmal abschmecken. Jetzt habe ich hier noch den Lauch und die Zwiebel. Das werde ich jetzt mal eben abschütten und zu der Suppe geben. Das muss jetzt alles nochmal schön aufkochen. Ach, das sieht schon alles wunderbar aus. Richtig, richtig toll. Das wird eine ganz tolle Suppe. Gut. Ich werde jetzt noch hier ein bisschen Petersilie klein schneiden. Ich habe auch die gröberen Stängel alle abgeschnitten, aber die kleineren Stängel, die werde ich einfach klein hacken. Das gibt der Suppe noch einen schönen Geschmack, einen schönen frischen Geschmack. Und hier bleibt alles drin. Also hier ein bisschen klein hacken. Wenn da natürlich zu grobe Stängel sind, wie hier zum Beispiel, den werde ich rausnehmen. Aber im Prinzip gibt das alles schön Geschmack. Und die Suppe, die braucht ja ungefähr noch 30 Minuten, bis die fertig ist. Das lasse ich alles schön drin. Gibt alles Geschmack. So, die Petersilie rein. Wunderbar. Für die letzte halbe Stunde lasse ich jetzt auch den Deckel weg. Dann kann noch ein bisschen Flüssigkeit verloren werden. Und die letzten, also ich mache jetzt nochmal 25 Minuten, mache ich die Suppe ganz normal. Und 5 Minuten vorher packe ich meinem Sohn noch ein paar Würstchen rein, die dann auch warm werden können. Und dann können wir essen. Also sehen wir uns in 25 Minuten. Dann könnt ihr auch sehen, wie ich da die Würstchen reinpacke. Und dann ist die Suppe fertig. Also bis gleich. Für mich ist meine Suppe jetzt fertig. Ich hole euch nochmal ran, dann könnt ihr nochmal in den Topf spieten. Ich rühre nochmal. Die hat jetzt dadurch, dass ich vorhin ein bisschen was püriert habe, ein bisschen an Sämigkeit gewonnen. Wem die Suppe jetzt noch nicht sämig genug ist, der kann noch eine rohe Kartoffel reinreiben. Allerdings muss man die dann nochmal circa 30 Minuten, also Kartoffel braucht ja ein bisschen, um die Sämigkeit abzugeben, damit die sämiger wird. Oder man nimmt halt noch ein bisschen von der Suppe und püriert ein bisschen mehr. Aber ich bin mit der Konsistenz von der Suppe super zufrieden.
So, jetzt habe ich ja hier noch die Würstchen. Ich habe die vorhin schon mal aufgemacht. Da werde ich jetzt noch 3 Würstchen reinpacken. Also Bockwürstchen. Normal ist so ein Bockwürstchen nur für meinen Sohn. Aber meine Frau sagt, die will auch eins. Und wenn meine Frau auch eins nimmt, ja, dann lasse ich mich mal nicht lumpen und werde auch eins nehmen. Ich werde mir aber jetzt mal einen Teller holen und werde für euch mal probieren. Und jetzt nehme ich mir mal einen Teller von der leckeren Suppe. Ich werde noch mal kurz umrühren, damit ich von unten auch alles kriege. Ah, wunderbar. So, und da ich ja Speck sehr gerne mag, nehme ich mir natürlich auch von dem Speck, wenn ich ihn dann finde. Da habe ich noch ein bisschen Speck. Ah, okay, wollen wir mal nicht übertreiben. Ein bisschen Süppchen dazu. Wieder heiß. So sieht's aus. Ich finde ganz fantastisch. Okay. Dann mal probieren. Da werde ich mich wieder verbrennen. Naja, das hat halt. Kann ich aber schon mal ausmachen. So. Die Erbsen sind schön weich. Alles andere ist natürlich sowieso weich. Das ist eine prima Suppe. Und ich würde sagen, wir genehmigen uns jetzt die Suppe. Also wir essen die jetzt mit einem lecker frischen Brötchen dabei. Also frisch, in Anführungsstrichen, aufgebacken halt. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr noch nicht habt, bitte den Kanal abonnieren. Das hilft mir halt sehr. Vielleicht auch einen Daumen hoch, wenn euch mein Video gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht gefallen hat. Oh, was soll ich noch mehr sagen? Bis zum nächsten Video. Tschüss.